zur Feier der Jahrestage der Freiwilligen Feuerwehr in Elsnitz in Neuwaschnitz. 150 Jahre Elsnitz und 125 Jahre Neuwaschnitz. Das ist schon ein besonderer Anlass. Und aus diesem Grunde haben sich auch viele Gäste aufgemacht und ich möchte begrüßen natürlich zuerst die Kameraden der Jubiläumsfeuerwehren Elsnitz und Neuwaschnitz, die auch mit viel Mühe schon hier den Aufbau bewältigt haben. Ich begrüße den Bürgermeister unserer Stadt Elsnitz, Herrn Bernd Dürgicht, den Leiter des Referates Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst von der Kreisverwaltung, Herrn Christoph Stahl, unseren Kreisbrandmeister, Herrn Lutz Lorenz. Ich begrüße die Stadträte von Elsnitz, die Vertretung der Feuerwehren aus unserem Kreis und auch einige Bürgermeister, den Herrn Andreas Steinert von Hartenstein, Bürgermeister Froschwitz aus Hohendorf und Herrn Bürgermeister Weigert aus Lugau. Bei den Kameraden der Partnerfeuerwehren und benachbarten Feuerwehren möchten wir besonders mit Dankbarkeit die Kameraden aus Lugau begrüßen, die für uns in der Zeit der Feierlichkeiten die Einsatzbereitschaft übernommen haben. Und auch alle weiteren Besucher und Gäste. Es folgen jetzt die Festreden und Grußworte. Ich erteile zuerst das Wort unserer Wehrleiterin. Und darauf sind wir stolz, dass wir eine Wehrleiterin haben. Marlene Klaus, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Kreisbrandmeister, liebe Stadträte, werte Gäste, liebe Kameradinnen und Kameraden. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute gekommen sind, um das Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Elsnitz und 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Neuwaschnitz mit uns zusammen zu feiern. Die Kameradinnen und Kameraden der beiden Wehren haben in monatelanger Vorbereitung daran gearbeitet, dieses Wochenende so vielseitig und schön wie nur möglich zu machen. All das, was wir auf die Beine gestellt haben, wäre ohne die Unterstützung vieler Menschen nicht möglich gewesen. Deshalb möchte ich gleich zu Beginn Danke sagen. Danke an die Firma Elektrotechnik Elsnitz GmbH, besonders Andreas Leixenring, ich weiß nicht, wo er ist. Vermutlich auf dem Gelände und ach nee, hier ganz hinten. Danke für die Stromversorgung hier auf dem Gelände. Dem RZV möchte ich für die Bereitstellung der Trinkwasserleitung hier danken. Den Firmen MEWA Metallwaren und Elektromaschinenbau GmbH, Spedition Schuster Transportgesellschaft GmbH, Meyer Bodenstabilisierung GmbH für die Geldspenden und der Fernseh GmbH Niederdorf, Radio Winkler, Reisebüro Traumland, den Autohäusern Erler, Sauske und Rudolf, dem Energiewerk und der Buchhandlung Wirtschaft, Shop Wortschatz für die Sachspenden. Außerdem möchte ich Elke Bauer für die ganze blumige Umrahmung hier danken. Ich möchte der Stadtverwaltung Elsnitz für die finanzielle Unterstützung danken. Ohne diese wäre die Ausrichtung dieses Festes nicht möglich gewesen. Danke. Das Jahr 1867 gilt als Gründungsjahr der Elsnitzer Feuerwehr. Im Gasthof Kranich, der stand da, wo heute der Rathausplatz ist, wurde die Wehr vom Kaufmann Karl August Junghans gegründet. Die Anfänge der Neuwaschnitzer Wehr sind da etwas komplizierter. Wir feiern 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Neuwaschnitz, weil die erste Freiwillige Feuerwehr, damals gab es ja Wehren in Neuwies, Neuwittendorf und Oberwirschnitz, um 1892 in Neuwies gegründet wurde. Eigentlich wollten die Bewohner schon um 1884 eine Freiwillige Feuerwehr gründen. Doch der Gemeinderat lehnte dieses Gesuch ab,
Wisst ihr, ich hasse es, solche Reden zu halten. Dieses Förmliche. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Danke für die finanzielle Unterstützung, ohne dieses Fest nicht möglich gewesen wäre. Ich meine, klar freuen wir uns, dass ihr alle da seid, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid, dass Sie heute hier sind, dass wir so viel Unterstützung bekommen haben und jetzt ein hoffentlich schönes Fest haben werden, dass wir dieses Doppeljubiläum gebührend feiern können. Und ohne diese Unterstützung wäre dieses Fest tatsächlich nicht möglich gewesen. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Wieso machen wir das eigentlich? Ich meine, wieso setzen wir uns abends nach der Arbeit hin und lernen? Hören uns zum 20. Mal an, welche Gefahren an der Einsatzstelle lauern? Üben zum 10. Mal, wie man im Brandraum vorgeht? Wieso setzen wir uns nicht abends zu unseren Familien gemütlich aufs Sofa, gehen zum Stammtisch oder zum Kegeln? Das ist doch auch ein Hobby, nur nicht so gefährlich. Und mit nicht so viel Arbeit verbunden. Das ganze Jahr lernen, üben, weiterbilden. Und für was? Um dann, wenn der Piepser geht, zum Gerätehaus zu rennen, die Familie sitzen zu lassen, zum Einsatz zu eilen. Ist es der Stolz oder die Anerkennung, die wir von der Gesellschaft kriegen? Ich glaube, die Zeiten sind schon lange vorbei, als man noch wirklich Respekt vor der Feuerwehr hatte. Vor 150 Jahren hat man sich dafür eingesetzt, dass die Pflichtfeuerwehr abgeschafft und eine freiwillige Feuerwehr gegründet wird. In Neuwirschnitz sind 1884 Unterschriften gesammelt worden, weil die Leute sich lieber freiwillig engagieren, statt diese Pflicht auferlegt zu bekommen. Und seitdem gab es hunderte Männer und Frauen, die es sich persönlich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Stadt zu beschützen. Damals war es eine Ehre für jeden, sich als Brandschützer einzusetzen. Aber heute? Die doofe Feuerwehr hat die ganze Straße wegen der Ölpfütze gesperrt. Die Idioten müssen ja zum Sonntagmorgen mit Tatütata durch die leeren Straßen fahren. Die haben schon wieder viel zu lange gebraucht, ehe sie überhaupt da waren. Mittlerweile ist da sowieso nichts mehr zu retten. Und wenn alle zum Feiertag gemütlich beisammensitzen und ihr ausrückt, wegen einem abgebrochenen Ast, den jeder hätte zur Seite räumen können, oder eine Ölspur in der Seitenstraße, die dann doch nicht mehr als ein paar Tropfen war. Glaubt ihr, darauf kann man stolz sein? Lohnt es sich denn wirklich, so viel Freizeit dafür einzusetzen? Klar gibt es diese Einsätze. Wohnungsbrände, Verkehrsunfälle, da muss jeder Handgriff sitzen. Und wenn nicht? Wir setzen unser Leben aufs Spiel, so blöd wie die Formulierung auch klingt. Aber was ist denn, wenn dich auf der Fahrt ins Gerätehaus jemand übersieht? Oder wenn trotz der Absperrung beim Verkehrsunfall jemand durch diese Absperrung fährt? Oder beim Innenangriff die Maske verrutscht und du Brandrauch einatmest? Machen wir uns eigentlich Gedanken über die Gefahren, die an jeder Ecke lauern? Und wie blöd muss man denn sein, sich freiwillig diesen Gefahren auszusetzen? Wofür? Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob es sowas wie ein Helfer-Gen gibt. Ist es angeboren, dass man den notgeratenen Menschen helfen möchte, sie beruhigen, oder wird es anerzogen? Wieso pumpen wir zum Beispiel beim Hochwasser den Keller aus, obwohl man doch genau weiß, dass der sowieso wieder voll läuft? Oder warum riskieren wir das, in das brennende Haus zu gehen, obwohl dort kein Mensch mehr drin ist? Um die Menschen zu beruhigen und den Eigentümer klarzumachen, wir sind da, wir helfen dir. Aber warum? Warum haben gerade wir das Bedürfnis, uns um andere zu kümmern und für andere da zu sein? Es gibt so viele Menschen, die gehen nach der Arbeit zum Sport, zum Yoga oder zur Massage, tun irgendwas für sich selber. Euch wurde doch sicher auch schon das Helfer-Syndrom nachgesagt, wobei Syndrom immer so negativ klingt. Aber seid ihr wirklich bewusst deshalb bei der Feuerwehr, um anderen zu helfen? Und wieso hat dann nicht jeder das Bedürfnis, sich so zu engagieren? Warum sind wir eigentlich bei der Feuerwehr und nicht im Fußballverein oder im Schachclub? Ist es, weil die Kumpels dort sind? Weil man seinen Freundeskreis dort aufgebaut hat? Das kann man auch woanders. Oder ist es die Faszination an den großen roten Autos? Ich glaube, die verfliegt schon in der Jugendfeuerwehr, wenn man die kaum das erste Mal richtig schrubben durfte. Normalerweise stellt man in Reden solche Fragen und hat dann die ultimative Antwort darauf parat. Da hört es bei mir leider auf. Ich bin noch nicht mal dahinter gestiegen, warum ich eigentlich bei der Feuerwehr bin. Wieso ich jede Woche zum Dienst gehe, mich auf der Artenschutzübungsanlage abquäle, wieso ich zum Einsatz renne. Vielleicht ist es so eine Mischung aus Kameradschaft, Leidenschaft, Ehre und Stolz. Kameradschaft gibt es auch in anderen Vereinen, klar. Aber nirgends musst du dich so auf deine Mitspieler vertrauen wie hier. Beim Fußball geht mal ein Ball daneben, im Fitnessstudio musst du deine Runde mal alleine absolvieren. Aber hier musst du dich blind auf deinen Partner verlassen können. Und es ist mir eine Ehre, Mitglied in der Feuerwehr zu sein, meine Freizeit für die Sicherheit anderer Menschen zu investieren.
1798 ist halb Elsens abgebrannt. Wisst ihr warum? Weil der Koch seinen Kessel Fleisch über dem Feuer vergessen hat, um sich den Festumzug anzuschauen. Laut Chronik sind damals 26 Häuser abgebrannt, weil es noch keine Feuerwehr gab. Die wurde nämlich erst Jahre später gegründet. Und ich denke, es würde sich heute nicht anders verhalten, wenn sich nicht eine Handvoll Leute zur Aufgabe gemacht hätte, ihre Stadt vor so etwas zu beschützen. Und ich glaube, darauf können wir wirklich stolz sein. Darauf, dass wir nach einem Wohnungsbrand völlig geschafft, durchgeschwitzt und nach Rauch stinkend heim zu unseren Familien gehen können und wissen, dass wir vielleicht diese eine Wohnung nicht retten konnten, aber die Menschen, die daran leben und die Nachbarhäuser. Und wenn wir 20 Einsätze fahren, die unspektakulär, ja teilweise sogar sinnlos waren, so gibt es doch diesen einen Einsatz, bei dem sich alles, was man das ganze Jahr so lernt und übt, gelohnt hat. Es wird kein Nachbar vor dem Haus, wo es gebrannt hat, zu euch kommen und euch danken, dass ihr sein Haus beschützt habt. Und es wird uns auch immer wieder vorgeworfen werden, dass wir nicht 2 Minuten nach dem Notruf schon da waren. Aber letztendlich ist wohl jeder, und wenn es nur im Unterbewusstsein ist, froh und dankbar, dass es Menschen wie euch, wie uns gibt, die dann, wenn man sie braucht, da sind. Feuerwehr ist kein Hobby. Und ich denke auch nicht, dass man es mit Fußball, Häkeln oder Tanzen vergleichen kann. Feuerwehr ist eine Lebenseinstellung, eine Berufung. Und entweder man hat dieses Gen oder nicht. Seid stolz drauf, dass ihr dieses Helfergen habt, dass ihr es lebt. Seit 150 Jahren gibt es Leute, die diese Lebenseinstellung haben. Leute, die da sind, um anderen Menschen zu helfen. Ich denke, jeder einzelne von ihnen verdient unser aller Respekt für all das, was er geleistet hat. Damals gab es noch keine moderne Technik wie heute. Angefangen wurde mit Leinblusen und Messinghelmen, mit Stoßspritzen, welche man mit Eimern befüllen musste, und Pferden, die man vor die Spritzen spannen musste. Und trotzdem gab es Leute, die ins Feuer gegangen sind, freiwillig. Wir sollten uns sie zum Vorbild nehmen, denn all die moderne Technik, die wir heute besitzen, die Einsatzkleidung, die Fahrzeuge, all das funktioniert trotzdem nur dann, wenn es Menschen gibt, die sich diese Kleidung anziehen, die Atemschutzgeräte aufsetzen und die Maschinen bedienen können. Menschen wie ihr, danke, dass es euch gibt. Ich wünsche uns nun allen ein schönes Fest. Wir feiern 150 bzw. 125 Jahre Tradition, Ehrenamt und Hilfsbereitschaft. Im Gedanken an all die tapferen und mutigen Männer und Frauen, die jahrelang treuen Dienst in der Wehr getan haben, gerade tun und tun werden. Vielen Dank und gut Wehr. Für die sehr persönlichen Worte, dass Sie angekommen sind. Das haben wir jetzt an Beifall gemerkt. Und ich bitte als nächstes unseren Bürgermeister, Herrn Dornburgisch, ums Wort. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, verehrte Gäste, Freunde unserer Stadt, sehr geehrte Ehrengäste, Sie sind namentlich schon genannt worden, natürlich auch all die aus der Nachbarschaft, die Bürgermeister, die befreundeten Feuerwehren, ein herzliches Glück auf. Ja, was ist inhaltlich jetzt noch dazu zu sagen? Es macht uns ein Stück nachdenklich, aber unsere Wehrleiterin, die Marlene Klaus, hat natürlich einige Dinge angesprochen, die euch, die sie bewegen, wenn man so viel Zeit und persönlichen Einsatz in der Feuerwehr einbringt. Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz, 150-jähriges Jubiläum. Es ist ein Anlass, ein Festwochenende zu feiern. Verbunden mit den Jubiläumsfeiern auch zur Würdigung der Neuwaschnitzer Freiwilligen Feuerwehr. Ihr tut die gleiche Arbeit. Beide Wehren sind zum Glück freundschaftlich verbunden. Wenn eine Freiwillige Feuerwehr solche Jubiläen feiern kann, ist es für die Bürger der Stadt, den Stadtrat und die Verwaltung eine Selbstverständlichkeit, herzliche Glückwünsche anzusprechen. Aber auch allen Kameraden, die den Feuerwehrdienst auf sich genommen haben, Dank zu sagen.
Wir alle haben den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren zu danken für ihre Einsatzbereitschaft und ihren Mut, in schwierigen Situationen zu helfen. Der Dienst in einer Freiwilligen Feuerwehr stellt ein Geschenk jedes einzelnen Kameraden an die Bürgerschaft und die Allgemeinheit dar. Die dramatischen Wohnhausbrände in Hohendorf und zuletzt in Oelzen auf der Bahnhofstraße haben uns das ganz besonders deutlich vor Augen geführt. Und da möchte ich jetzt nicht aufzählen, die vielen technischen Einsätze, die Brandausrückungen wegen Brandstiftern, die Papiercontainer und alles Mögliche anbrennen, aber von allen gehen Gefahren aus und die Gefahren sind häufig erst hinterhältig abschätzbar, ob sie Menschenleben und Hab und Gut bedrohen. Die tatkräftige Nächstenliebe der heutigen Kameraden der Feuerwehren steht in ungebrochenen Jahrzehnten alter Tradition, selbstverständlich für andere Dienst zu leisten. Es ist zu wünschen, dass sich auch weiterhin die Jugend angesprochen fühlt, freiwilligen ehrenamtlichen Einsatz für die Mitmenschen in der Stadt Oelsnitz und natürlich auch in allen anderen Kommunen zu leisten. Mit berechtigtem Stolz und Freude können die Mitglieder der Wehren auf die den Jubiläen zugrunde liegenden Jahrzehnte zurückblicken. Ich möchte jetzt auch nicht anfangen, nochmal über die Geschichte zu reden. Die Marleen hat einige Stichpunkte genannt und jeder, der nochmal in alten Erinnerungen schwelgen will, da verweise ich auf das Buch von Herrn Bauer, was ab heute erhältlich ist und dann nachfolgend auch im Buchhandel. Also eine tolle Zusammenstellung von all dem, was 150 Jahre Feuerwehr in unserer Stadt ausmacht. Für die Zukunft wünscht die Stadt, dass der enge Zusammenhalt zwischen den Wehren, den Bürgern gestärkt wird und den Verantwortlichen bestehen bleibt. Allen Kameraden gelten die alten Wahlsprüche der Feuerwehr. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Helfen in Not ist unser Gebot. Glück auf! Wir danken dem Bürgermeister unserer Stadt für seine Worte und ich bitte jetzt den Leiter des Referates Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Landkreises Stolpereck im Auftrag des Landrats um seine Worte. Sehr geehrte Wehrleiterin Marleen Klaus, sehr geehrter Wehrleiter Markus Kästner, sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrter Herr Rico Anton, der Landtagsabgeordnete, sehr geehrte Kameraden der Ortsfeuerwehr von Oelsnitz und Neuwaschnitz und den befreundeten Wehren aus dem Landkreis, sehr geehrte Gäste. Zu Ihrem Jubiläum möchte ich Ihnen im Auftrag unseres Landrates, Herrn Frank Vogel, die herzlichsten Glückwünsche und Grüße anlässlich Ihres Jubiläums 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz und 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Neuwaschnitz überbringen. Fast täglich entnehmen wir den Medien Berichte über Unglücksfälle, Brände, Katastrophen oder umweltbedrohende Gefahren. Oft sind es Schreckensbilder und Berichte, die uns erschüttern, aber mit der Zeit aber auch abstumpfen und gleichgültig werden lassen, solange sie uns nicht persönlich betreffen. Aber trotzdem kann jeder Einzelne im nächsten Augenblick selbst betroffen sein. Da ist gut, wenn die Männer und Frauen von der Feuerwehr jederzeit zur Stelle sind. Die Freiwillige Feuerwehr ist nach wie vor eine der wichtigsten Einrichtungen in der Stadt. Die Feuerwehr mit ihrem Zusammenhalt und ihrer Hilfsbereitschaft sichern den Schutz des Eigentums der Bürger und der Gesundheit der Bürger. Welche enorme Entwicklung das Feuerwehrwesen in unserem Landkreis in den vergangenen Jahren genommen hat,
sehen wir an der neuen Technik, die zurzeit unsere Kameradinnen und Kameraden bei der Bekämpfung von Bränden, für Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, zur Abwehr von Gefahren bei Umweltkatastrophen und vieles andere zur Verfügung steht. Manuell bewegbare Handspritzentechnik, die vor 100 Jahren zum Einsatz kam, wurde im Laufe der Zeit durch moderne Löschfahrzeuge ersetzt. Die eingesetzte Technik erfordert von jeder Feuerwehrfrau und jedem Feuerwehrmann neben der körperlichen Fitness ebenso hohes fachliches Können und einen fundierten Ausbildungsstand. Feuerwehrdienst ist kein Hobby, sondern harte ehrenamtliche Tätigkeit für das Allgemeinwohl. Dennoch bleibt zu bemerken, dass eine Feuerwehr sich ständig den Erfordernissen der Zeit anpassen muss. Noch sind unsere Reihen in der Feuerwehr ausreichend besetzt. Aber ohne weitere Investitionen in das Feuerwehrwesen und ständiges Ringen um neue Kameradinnen und Kameraden wird es eng im ehrenamtlichen Bereich. Nur mit Investitionen in die Feuerwehr werden wir auch in Zukunft noch unsere Aufgaben erfüllen können. Einen ersten Beitrag soll im kommenden Jahr mit der Gerätewagen-Gefahrgut durch den Landkreis hier, den wir im Juni 2018 Ihnen übergeben werden, ein erster Schritt sein. Ein wichtiger Faktor ist die Jugendarbeit, denn sie bringt unseren Feuerwehrmännern und Frauen von morgen. Hier wird in Oelsnitz und Neuwaschnitz eine gute Arbeit geleistet. Hier auch noch einen besonderen Dank an die Jugendwarte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen Kameradinnen und Kameraden mit Ihren Gästen ein schönes Jubiläumsfest und natürlich schönes Wetter. Jetzt möchte ich die Gelegenheit noch nutzen und da möchte ich gerne die Marleen und den Markus zu mir nach oben kommen. Da ja glücklicherweise ihr ein rundes Fest habt, gibt es auch noch eine kleine Unterstützung vom Landkreis. Es wird euch nicht umhauen, aber es wird helfen, euch doch zu unterstützen. Also noch der falsche Riesenfrei. Als nächster hat das Wort der oberste Feuerwehrmann unseres Landkreises, der Kamerad Kreisbrandmeister Lutz Lorenz. Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Oelsnitz, Neuwaschnitz, sehr geehrter Bürgermeister, liebe Kameradin Klaus, lieber Kamerad Kästner, liebe Festgäste, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne zu eurem Doppeljubiläum gekommen. Als erstes möchte ich unseren Verbandsvorsitzenden entschuldigen, Gunnar Ullmann. Er ist auf der Anfahrt, er kommt auf alle Fälle noch, aber er kommt bei einem Verkehrsunfall dazu. Ihr habt es gehört, mit dem roten Auto kann man nicht vorbeifahren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch die Grüße des Kreisvermeistersystems zu überbringen, auch meine eigenen, weil Danke zu sagen bei so einem Jubiläum kann man nur, wenn man persönlich da ist. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz feiern 150 Jahre, Neuwaschnitz 125. 275 Jahre gelebte Tradition. Ach, guck mal, Gunnar. Eich ist er da. Man kann nur Danke sagen, dass es euch gibt, dass ihr im Ehrenamt euren ehrenamtlichen Dienst für die Gemeinheit leistet und das Tag und Nacht. Vor rund 25 Jahren nach der Wende hat sich das Geschehen der Feuerwehr massiv geändert. Vor allem technische Hilfeleistungen und dergleichen sind letztendlich jetzt unser Hauptaugenmerk. Ob Verkehrsunfall oder dergleichen.
Die beiden Ortsfeuerwehren erfüllen ihre Aufgaben gewissenhaft. Und ich denke doch, dass die Arbeitsbedingungen, ob das jetzt in Oelsnitz ist oder in Neuwürschnitz, ganz gut auf dem entsprechenden aktuellen Stand sind. Ihr habt es gehört, nächstes Jahr, im ersten Halbjahr, soll der nächste oder der neue Gerätewagen bevorgut kommen. Ich denke doch, das ist ein entsprechendes Ziel für eure entsprechende Tätigkeit, das zu unterstützen. Aber letztendlich, moderne Technik muss auch beherrscht sein. Unzählige Stunden letztendlich dafür notwendig, um Ausbildung dran zu machen, diese Technik zu unterhalten und letztendlich um Brände und Hilfeleistungen entsprechend abarbeiten zu können, die entsprechende Grundlagen zu bilden. Die Feuerwehr ist eine Organisation, die wirklich auf Knopfdruck bereitsteht, innerhalb von 5 Minuten in aller Regel das Gerätehaus verlässt und ihre Aufgaben erfüllt. Mein besonderer Dank gilt allen Kameradinnen und Kameraden, auch den Familienangehörigen vor allem, weil ohne diese ist letztendlich ein ehrenamtlicher Dienst nicht möglich. Aber auch den Arbeitgebern, die die Kameraden letztendlich freistellen, um ihre Aufgaben zu erfüllen, kann man nur Danke sagen, dass sie es tun. Sicherlich kann man auch wie jetzt hier zusammensitzen und mal feiern, aber ich möchte nicht wissen, in wie vielen unzähligen Stunden dieses Fest vorbereitet worden ist, um dieses Jubiläum ordnungsgemäß begehen zu können. Die gesellschaftliche Entwicklung, die Denkweise ich statt wir, sind nicht besonders förderlich für die Arbeitsweise unserer Feuerwehr. Ob das die Entfernung ist zum Arbeitsort und dergleichen, man kann nur Danke sagen, dass es Kameraden gibt, die diese Aufgaben erfüllen. Wir haben es von der Marlene gehört, letztendlich, man muss eine entsprechende, Virus haben, um diese Aufgaben wirklich erfüllen zu können, weil letztendlich gibt es genug andere Geschichten. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, wo machst du das? Kennst du auch Hausenzüchten? Wenn es schiefgegangen ist, ist es sauf, ne? Aber wer will denn läuft Hausenfleisch? Der demografischen Entwicklung und der gesellschaftlichen Wandel bedarf natürlich auch Feuerwehrstrukturen zu überdenken. Und man sieht es hier entsprechend die Zusammenarbeit der zwei Feuerwehren. Ihr feiert euer Jubiläum zusammen. Wir hatten auch eine andere Gemeinde, da hat die eine Ortsfeuerwehr im Frühjahr gefeiert, die andere Ortsfeuerwehr im Herbst gefeiert, wo man sich dann die Frage stellen muss, klappt es denn wirklich das Gedankengut, dass man dann wirklich seine Aufgaben erfüllen kann, wenn man dann getrennt feiert. Die gemeindeübergreifende Hilfe und Zusammenarbeit wird die Grundlage sein für die Zukunft unserer Feuerwehren. Und wenn man die entsprechenden Alarm- und Ausrückordnungen anguckt, sieht man ja letztendlich alleine kann eigentlich keiner mehr seine Aufgaben allumfänglich erfüllen. Ich wünsche den Feuerwehren Oelsnitz und Neuwürschnitz alles Gute, viel Erfolg, ein schönes Festwochenende und mögt ihr alle von Einsatzübungen wieder gesund nach Hause kehren. Danke. Einmal Feuerwehr, immer Feuerwehr. Vielen Dank unserem Kreisbrandmeister für seine Worte. Als nächstes bitte ich den Kamerad Sven Schimmel als Vertreter der Landesjugendfeuerwehr und der Kreisjugendfeuerwehr als Mikrofon. Liebe Festgäste, nicht wundern, dass er gesagt hat, auch Landesjugendfeuerwehr. Das stimmt heute ausnahmsweise mal. Seitens der Kreisjugendfeuerwehr und der Landesjugendfeuerwehr
darf ich euch die herzlichsten Glückwünsche übermitteln zu eurem Fest 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ilsnitz und 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Neuwürschnitz. 150 oder 125 Jahre, das ist natürlich eine lange Zeit. Und es ist schon immer ein Bestreben gewesen, die Jugend da irgendwie mit reinzubringen, eine sinnvolle Freizeitaufgabe zu geben. Die Frage ist nur, war das wirklich schon immer so? Wenn wir mal an die Gründerjahre zurückdenken, also vor 150 Jahren zum Beispiel, wo es die ersten Feuerwehren insgesamt gab, da hieß es in einem Artikel, wir sind Männer und mit den Jungen wollen wir nichts zu tun haben. Zum Glück hat sich das geändert. In der BRD hat sich irgendwann die Deutsche Jugendfeuerwehr gegründet und zu DDR-Zeiten, die meisten werden es noch kennen, gab es ja die AG Junge Brandschutzhelfer, Pioniergruppe angefangen, die AG und dann der Einsatzdienst. Seit der Wende sind wir wieder gemeinsam aktiv. Und es ist eine unverzichtbare Nachwuchsschmiede geworden, diese Jugendfeuerwehr. Ohne die wäre in vielen Feuerwehren schon lange der Ofen aus. Ihr wisst ja, es gibt nur wenige Seiteneinsteiger, die überhaupt mal zur Feuerwehr kommen. Deshalb ist die Jugendfeuerwehr nach wie vor auch die wichtigste Institution, dass wir auch unseren Einsatznachwuchs generieren können. Es ist unverzichtbar sozusagen. Ich freue mich, dass in Ilsnitz und dass auch in Neuwürschnitz diese Jugendfeuerwehrarbeit so positiv, so engagiert und natürlich auch so qualitätsvoll wie möglich durchgeführt wird. Und dafür kann man nur ganz großen Dank sagen. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die das auch unterstützen. Also auch an diejenigen, die neben ihrer Einsatztätigkeit, neben ihrer Tätigkeit in den Einsatzabteilungen, meinetwegen aber auch in der Alters- und Ehrenabteilung, gibt es ja auch einige, noch mit der Jugendfeuerwehr draußen rumziehen, Veranstaltungen planen und durchführen und vielleicht auch mal beim Einsatz bzw. beim Übungsdienst helfen. Besonders aber, und da bitte ich jetzt mal den Daniel Seltmann nach vorne, freut es mich aber, dass ich heute im Namen der Landesjugendfeuerwehr Sachsen etwas ganz Neues übergeben darf. Und zwar, es gibt seit diesem Jahr ein Qualitätssiegel für die Jugendfeuerwehr. Und es freut mich natürlich als Regionalbereichsleiter Stolberg ganz besonders, dass die Jugendfeuerwehr Ilsnitz aus dem Erzgebirgskreis die erste Jugendfeuerwehr überhaupt ist, die hier in diesem Landkreis dieses Qualitätssiegel bekommt. Die Jugendfeuerwehr hat sich einer Zertifizierung unterzogen, ist ein bisschen ein Aufwand, sage ich mal so, aber sie haben das ganz gut gemacht. Und deshalb darf ich jetzt im Namen der Landesjugendfeuerwehr und natürlich auch im Namen unseres Kreisjugendfeuerwehrwartes das Qualitätssiegel Qualitätsstandort Jugendfeuerwehr Sachsen überreichen und wünsche dazu alles Gute und verbinde natürlich auch einen ganz herzlichen Dank an eure Arbeit, wie viel auch immer ihr seid, es sind ja einige, wir machen ja auch einiges zusammen, denn so weit wohnen wir ja auch nicht auseinander hier, deshalb kann ich das auch ganz gut einschätzen und wünsche mir, dass auch in Zukunft diese Jugendfeuerwehrarbeit richtig viel Platz auch in euren beider Jugendfeuerwehren hat. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ich nutze die Gelegenheit, weil ich halte es mal etwas hier hin, um einfach auch mal Danke zu sagen. Da Sven hat es schon gesagt, die Jugendarbeit ist einfach eine Parallelarbeit, die neben dem Einsatzgeschehen herläuft und aber auch nicht allein nur bei mir liegt. Und dort muss ich wieder die gleichen Namen nennen. Hier sind ganz besonders auch die Mithelfer und Jugendgruppenleiter gemeint, die eben auch noch weitere Doppelfunktionen haben. Und da ist an erster Stelle wieder die Marlene Klaus zu nennen, die hier in der Jugendarbeit neben ihrer Wehrleitereigenschaft, neben Einsatzkraft und was noch alles so dazugehört, hier ganz tatkräftig mit unterstützt. Und natürlich auch der Henschke Jonas, der an der Ecke hinter der Fahne versteckt, hinter der Flagge. Auch Doppelfunktionen.
Funktion. Er ist mit dem Vereinsvorstand, ist dort auch sehr aktiv und wirkt im Verein an allen Ecken und Enden. Und da sieht man schon, dass hier doch eine sehr, sehr große Zeit investiert wird. Vielleicht schon mal kurz zu dem Siegel was. Ich finde es gut, dass wir jetzt nach außen hin auch den Eltern, die ihre Kinder in unsere Obhut geben, präsentieren können. Wir sind eine Jugendfeuerwehr mit Qualität. Die Kinder werden in gute Hände gegeben. Hier steckt Verantwortung dahinter. Hier sind bestimmte Standards erfüllt, wo man sagen kann, hier kann ich zufrieden sein, wenn ich mein Kind hier abgebe und es dann auch wohlbehalten und auch gut ausgebildet am Ende wieder zurückbekomme. Vielen Dank an dieser Stelle und ja, ihr werdet gut sichtbar anbringen. Die Worte der Jugendfeuerwehr und auch dafür, für das Engagement unseres Kameraden Zeltmann für die Jugendfeuerwehr. Und jetzt habe ich eine ganz besondere Ehre. Ich freue mich also, dass auch einige Bürgermeister aus den benachbarten Orten hier zu unserer Feier gekommen sind und unserer Einladung gefolgt sind. Und als Ersten möchte ich begrüßen den Bürgermeister Andreas Steiner aus Hartenstein, der ja einmal Elsnisser war, vor einigen Jahren noch. Es ist ja bekannt und es ist uns auch eine Freude, dass wir selbst also über die Kreisgrenzen hinaus mit der Feuerwehr Hartenstein schon seit vielen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Und hier ist der Bürgermeister, der Dienstherr der Feuerwehr, der hat auch seinen Anteil dran. Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, insbesondere die der Freiwilligen Feuerwehr Elsnitz und Neuwirschnitz, sehr geehrte Gäste, als mich der Werner Rudolf zur Begrüßung gefragt hat, ob ich denn hier ein paar kurze Grußworte sagen möchte, habe ich spontan Ja gesagt, ohne mich darauf vorzubereiten. Aber ich will das gerne annehmen und freue mich auch, dass ich das tun darf. Ihnen im Namen der Stadt Hartenstein, im Namen meiner Kameradinnen und Kameraden, euch herzlich zu gratulieren zu 150 Jahre Feuerwehr Elsnitz und 125 Jahre Feuerwehr Neuwirschnitz. Aber ein kleines Anliegen habe ich noch. Man hat ja in den letzten Jahren schon sehr viele Grußworte gehört und auch Reden. Frau Klaus, ich habe selten so eine gute und ergreifende Rede gehört wie die Ihre heute. Vielen, vielen Dank. Ihr Beifall. Ja, der Werner hat schon gesagt, ich hatte ja die große Freude, 40 Jahre im Schutz der Feuerwehr der Stadt Elsnitz zu stehen und jetzt schon über 20 Jahre im Schutz der Freiwilligen Feuerwehr Hartenstein und an meiner Ortswehr in Thierfeld. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich damals und auch heute unter diesem Schutz stehen darf. Denn es ist nicht ganz selbstverständlich, dass Männer und Frauen oder Jugendliche, also unsere Kinder, hier freiwillig einen Dienst erbringen für unsere Gesellschaft mit einem derartigen Engagement, das umsonst und ohne zu fragen, warum und weshalb und obendrein noch, Frau Klaus hat es ebenfalls ganz berührend gesagt, mit dem Einsatz ihres Lebens. Und insbesondere in den letzten Jahren musste ich mich ja zwangsläufig oder wollte mich auch zwangsläufig immer wieder davon überzeugen, ich darf hin und wieder mal einen Einsatz mit teilnehmen. Ich habe selbst auch einen Piepser zu Hause, bin also immer informiert, was meine Kameradinnen und Kameraden leisten müssen in ihrer Freizeit. Und es ist schon für uns als politisch Verantwortliche eine äußerst angenehme Sache, wenn wir eine Pflichtaufgabe erfüllen müssen und sind angewiesen auf das Ehrenamt. Meine Hochachtung Ihnen allen gegenüber,
Bleiben Sie bitte Ihren Werten noch viele, viele Jahrzehnte treu. Und das wünsche ich mir auch für meine Kameradinnen und Kameraden. Und ich hatte eingangs, als ich gekommen bin, ein paar Fotos gesehen von den netten Herren hier. Das waren von 100 Jahre Feuerwehr Elsnitz. Ich kann mich da noch als jüngerer Mensch gut dran erinnern. Also alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, auch Ihren Familienangehörigen. Immer viel Glück und Freude. Kommen Sie gesund von Ihren Einsätzen wieder. Und vielen, vielen Dank für Ihre geleistete Arbeit. Die Stadt Elsnitz kann froh sein, dass sie Sie haben. Und ich bin auch froh in Hartenstein, dass ich meine Kameradinnen und Kameraden habe. Vielen, vielen Dank. Als Nächsten begrüße ich den Bürgermeister von Hohendorf, Herr Kroschwitz. Auch mit der Feuerwehr der Gemeinde Hohendorf haben wir schon viele Einsätze gemeinsam absolviert, sowohl hier in Elsnitz als auch in Hohendorf. Und wir sind auch froh, dass wir die Hohendorfer haben. Recht vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist mir natürlich ein inneres Anliegen, heute Sie, liebe Kameradinnen und Kameraden der Jubiläumswehren, zu grüßen. Das tue ich auch im Namen des Hohendorfer Gemeinderates und natürlich auch der Hohendorfer Wehr. Und da Sie, meine Damen und Herren, heute hier, oder liebe Kameradinnen und Kameraden, im Mittelpunkt stehen, da möchte ich also jetzt mal die Frau Klaus und den Herrn Kästner, die jeweiligen Wehrleiter, nach vorn bitten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass ihr hier dabei seid. Also bitte auf die Bühne, ihr seid die Hauptpersonen hier an diesem Tag. Ja, was sagt man? Vieles ist schon gesagt, was sagt man als 25. Redner? Ich habe es mir da ein bisschen einfacher gemacht, möchte also jetzt hier mal so eine Feuerwehr-Illustration den beiden Wehrleitern übergeben. Das ist alles fest. Ja, also ich habe hier mal so ein kleines Feuerwehrbrett zusammengestellt, wo man doch sieht, dass hier etwas zusammengehört, was zusammengehört und zusammengewachsen ist. Und ich denke, das ist eine Aussage, die auch heute schon ankam. Vom Anbeginn des Feuerwehrwesens sind also ein paar technische Details drauf, die natürlich sich in der Technik über 125 oder 150 Jahre natürlich enorm weiterentwickelt hat. Und das ist dann dargestellt auf den aktuellen Fotos der einzelnen Wehren, also Elsnitz und Neuwirschnitz. Und das Schmunzeln, das lernen wir gleich noch auf. Es gibt also eine enorme Entwicklung in diesen technischen Bereichen, aber eins, und das kam auch schon immer wieder an, ist über die ganzen Jahre hinweg konstant geblieben. Das ist die Kameradschaft. Und die muss natürlich auch gepflegt werden, und deshalb ist hier auf der einen Ecke eben die Zapfstelle, wo man sich dann nach getanem Einsatz oder auch zu anderen Anlässen zusammenfindet und sich auch mal zuprostet und sagt, das haben wir gut gemacht oder hier gibt es noch was nachzuholen. Also das ist eine ganz wichtige Sache, diese Kameradschaftspflege, und das versteht ihr auch gut, das merkt man also bei Einsätzen, die hier auch gemeinsam gefahren werden in unserem Regionalbereich. Ja, Lügau, Elsnitz und Hohendorf. Und mich beeindruckt das immer, wie bei wirklich schwierigen Einsätzen die Kameradinnen und Kameraden zusammenwirken und dort eben diesen Löscheinsatz gemeinsam bewältigen. Und da gibt es keine großen Worte, das läuft wie am Schnürchen. Und wenn man zu solchen Einsätzen dabei ist, wo es auch um Leben und Tod geht, ist das schon sehr, sehr ergreifend, wie das funktioniert und wie jeder weiß, was er zu tun hat. Und das zeigt natürlich auch den hohen Ausbildungsstand, den auch ihr in Neuwirschnitz und in Elsnitz ja dann zu solchen Einsätzen auch präsentiert. Recht herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, für all das, was ihr geleistet habt, für die viele Freizeit, die ihr einsetzt, für die Sicherheit unserer Bürgerschaft.
Und dass das weiterhin so bleibt, dazu wünsche ich Gottes Segen, viel Kraft, Freude und natürlich Gesundheit und alles Gute. Als nächstes begrüßen wir den Bürgermeister der Stadt Lugau, Herrn Weigert. Ich hatte es ja schon eingangs betont, dass wir mit der Feuerwehr Lugau und dementsprechend auch mit der Stadt eine gute, sehr gute Zusammenarbeit haben und dass wir uns unterstützen, wo immer es geht. Bitte, Herr Weigert. Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, der Freiwilligen Feuerwehr Oelsnitz, der Freiwilligen Feuerwehr Neuwirschnitz, auch die Stadt Lugau. Und ich tue das als Bürgermeister im Namen des Lugauer Stadtrates, im Namen der Lugauer Stadtverwaltung und natürlich auch im Namen der Lugauer Feuerwehr. Wir gratulieren euch zu eurem Geburtstagen, ja, 150-jähriges Jubiläum, 125 Jahre, aus Inja, wenn man so will, Geburtstage. Gratulieren euch recht herzlich und was wünscht man zum Geburtstag? Ich mache das mal so, wie man es immer macht, nämlich Gesundheit. Ganz wichtig, wir haben es bei den Vorrednern gehört, wie viel Einsatz dazu gehört, wie viel Zeit dazu gehört. Eine wichtige Grundlage ist natürlich die Gesundheit und vor allem auch der Punkt, dass ihr von den Einsätzen auch immer gesund und wohlbehalten zurückkommt. Was wünscht man noch? Schaffenskraft. Auch das haben wir gehört und das wissen wir. Es gehört viel Kraft, viel Leidenschaft dazu, um all das, was an den verschiedenen Aufgaben ansteht, zu bewältigen. Und auch das wünschen wir euch von ganzem Herzen, dass ihr euch das ganz, ganz lange bewahrt. Und es wurde jetzt auch schon mehrfach angesprochen, es gehört eben auch die Kameradschaft dazu. Und vielleicht ist das eben auch das Geheimnis, die Kameradschaft, dass man in die Feuerwehr geht, dass man hier zusammenarbeitet, dass man zusammenhält. Und auch da möchte ich anknüpfen, nämlich mit dem kleinen Geschenk, was ich mitgebracht habe, zur Kameradschaftspflege gehört es eben auch, nach den Diensten oder nach den Einsätzen einmal zusammenzukommen oder eben auch zu solchen Rosenfesten zusammenzukommen, vielleicht auch Jahresende, Weihnachtsfeiern etc. mit den Familien mal zusammenzukommen. Und da ist es, denke ich, schon erlaubt, der Matthias hat es gerade Zapfstelle genannt, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ein klein bisschen untersetzt, auch mit ein paar Tropfen aus Lugau und ein paar Tropfen aus Gersdorf, ja, Gersdorf die Brauerei und Lugau, dort gibt es also ja, eine kleine Manufaktur, die ein paar leckere Liköre kreiert und das möchte ich euch gern für derartige Anlässe heute zu eurem Geburtstag überreichen. Vielleicht kann die Wehrleiterin oder Wehrleiter auch dazu noch mal kurz zu mir kommen. Das Aufteilen auf die jeweiligen Wehren, das überlasse ich jetzt einfach mal euch. Ansonsten, es wurde ja viel gesagt zu dem ganzen Thema Feuerwehr, freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe, aber von Ehrenamtlern zu leisten, zu bewältigen. Ich denke, an solchen Anlässen ist es auch mal wichtig, natürlich lobende Worte zu finden, Worte der Anerkennung zu finden. Das ist unbedingt notwendig. Aber spannend wird es natürlich dann in der Umsetzung und dort bewegt uns ja alle das ganze Thema, wie können wir das Ganze mit Personal untersetzen, wie können wir die entsprechenden Anschaffungen und Investitionen leisten und dort bin ich aber überzeugt, dass das in jeder Kommune so gut es geht geleistet wird, vorangetrieben wird und das ist dann unsere Aufgabe eben auch als heute Verantwortliche
Kommunalpolitiker hier an Ort und Stelle das Ganze neben den lobenden Worten und neben der Anerkennung immer wieder auch von Jahr zu Jahr voranzutreiben. Und das ist immer schwieriger, neben den gewohnten Aufgaben, ob das Kindertagesstätten sind, ob das Schulen sind, ob das Straßen sind, kommen immer wieder neue Dinge dazu, wo du dich manchmal auch fragst, ja, ist das jetzt eigentlich wirklich unbedingt die Aufgabe der Kommune? Ich sag mal als Beispiel Breitbandausbau, ich sag mal als Beispiel Elektromobilität, Dinge, die auch bei uns ankommen, die uns herausfordern, die wir auch mit leisten müssen, aber neben unserem Tagesgeschäft zumindest nicht finanziell untersetzen können. Und deshalb ist das immer so dieser Spannungsbogen, in dem wir uns bewegen. Aber ich denke, in keiner Kommune wird die Feuerwehr vergessen und von Jahr für Jahr werden die entsprechenden Anschaffungen getätigt und Investitionen getätigt. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für eure Arbeit. Das ist das, was wir leisten können als verantwortliche Kommunalpolitik und das wollen wir natürlich auch gern weiterhin tun. In diesem Sinne wünsche ich euch, liebe Kameradinnen und Kameraden, weiterhin alles, alles Gute bei eurer Arbeit. Wünsche ich uns als Verantwortungsträger gutes Gelingen, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und ich wünsche allen heute hier Anwesenden ein wunderschönes Fest, ein wunderschönes Festwochenende, ganz viel Spaß und alles Gute nochmal. Vielen Dank. Herrn Bürgermeister Weigert für sein Grußwort und jetzt ist auch der Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes, Kamerad Ullmann, eingetroffen und ich bitte ihn ums Wort. Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, verehrte Bürgermeister, verehrte Gäste, meine herzlichsten Grüße und Glückwünsche zu eurem Jubiläum darf ich überbringen im Namen des Vorstandes des Kreisfeuerwehrverbandes und natürlich aller Kameradinnen und Kameraden des Erzgebirgskreises. Ja, ich war eigentlich pünktlich auf dem Weg zu euch, bin denn je ausgebremst worden durch einen Verkehrsunfall, der sich da kurz vor mir ereignete. Und was blieb mir anders übrig? Erstmal die Einsatzstelle zu sichern, erste Hilfe zu leisten. Ja, und dann musste ich warten, bis Rettungsdienst war, wer wenigstens da war. Und dann die Polizei kommt ja immer ein bisschen später bei uns, aber das bin ich gewöhnt. Da kämpfen wir ja noch auf breiter Front, dass auch die wieder mal zeitnah irgendwo an der Einsatzstelle eintreffen. Hat sich mir aber auch wieder gezeigt, wie krank manchmal unsere Gesellschaft ist. Anstatt die, die dann noch dazukommen, wenigstens fragen, ob sie noch mithelfen können oder was tun können, war die wichtigste Frage an mich, na, wie komme ich denn jetzt in das Kaufland? Natürlich ist es schwierig und beim Schuhbau sind etliche Straßen gesperrt, das ist dann schlecht zu umfahren. Aber wenn das unser Dringlichstes ist, wenn Menschen in Not geraten sind, zu erfahren, wie sie ins Kaufland kommen, wir hatten Glück, dass ich heute früh mit guter Laune aufgestanden war, sonst hätte er sich müssen keine Sorgen ums Kaufland machen, sondern erst mal einen Termin beim Zahnarzt holen. Ja, man glaubt gar nicht, wie schnell so ein Feuerlöscher aus der Hand rutschen kann, ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich nur leider die schöne Rede verpasst, aber vielleicht trinken wir mal einen Kaffee, dann kannst du mir das alles nochmal erklären. Weiß ich natürlich auch nicht, welche Sachen im Vorfeld alle schon angesprochen sind. Ich würde aber auch nicht so weit in die Geschichte zurückgehen, denn die Probleme in den Feuerwehren, die so über 150 Jahre oder wie bei euch 125 Jahre gelaufen sind, waren fast immer die gleichen, die sie auch heute noch sind. Es waren mal Personalsorgen, es waren mal Technikprobleme, mal mangelnde Technik. Aber das eigentliche Problem, was sich seit 150 Jahren durch unsere Feuerwehren durchzieht, ist das leidliche Problem der Finanzierung. Das haben wir früher gehabt, das haben wir auch heute noch, wobei wir eigentlich heute auf dem Stand sind, wo es bei der Finanzierung eigentlich keine Probleme mehr geben sollte. Wir sind jetzt eine leistungsfähige Gesellschaft. Wir haben eines der leistungsfähigsten und modernsten Hilfeleistungssysteme der Welt, was zu 99% auf den Schultern ehrenamtlicher Kameradinnen und Kameraden getragen wird, dazu können wir stolz sein. Dazu sollte auch die Bevölkerung stehen, indem sie sich bereit erklärt, auch in den Reihen der Feuerwehren mitzumachen.
Und gerade die Feuerwehren sind diejenigen, die mit Jugendarbeit und sehr viel tun, um die Reihen der Kameradschaft, ich will es mal sagen, am Leben zu halten. Ja, es ist heutzutage beim demografischen Wandel, es ist auch, ich sag mal, das, was aus dieser Gesellschaft in die Feuerwehr natürlich auch sich nach unten widerspiegelt, nicht so einfach, alle Menschen oder alle Männer, Frauen und Damen und Herren in den Kameraden der Feuerwehren weiter zu begeistern. Und so darf es für die Gesellschaft, die eigentlich auf einem hohen wirtschaftlichen Stand ist, doch kein Problem sein, mal alle 25 Jahre so ein dämliches Löschfahrzeug zu kaufen, was dann verschlissen ist, ein Gerätehaus bereitzustellen, was auch dem heutigen Stand der Technik entspricht. Ich erlebe ja viel im Erzgebirgskreis, wir haben da noch auch in manchen Gemeinden sehr viel Nachholbedarf. Und ich weiß aber auch, dass sich Gemeinden, Stadträte, dass sich die Bürgermeister für die Feuerwehren einsetzen, dass sie versuchen, alles auf den Weg zu bringen. Und was ich nicht verstehen kann, und das ist ein Aufruf an alle Politiker, die im Land und Bund tätig sind, warum sich gerade hier der Freistaat so schwer tut. Er tut in einigen Bereichen der Feuerwehren sehr viel, was er dort mit unterstützt. Er hat die Landesfeuerwehrschule auf den Stand der Technik gebracht, wenn auch am verkehrten Standort, irgendwo, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, sich jetzt wundern, dass sie kein Personal mehr für die Ausbildung finden. Sei es mit verschiedenen modernen Geschichten, die es der Freistaat unterstützt, mit einer Feuerwehr-App und. Aber eins, denke ich, sollten wir gemeinsam angehen und dort werden wir uns als Kreisverband stark machen, nämlich dass die finanziellen Mittel, die im Freistaat Sachsen vorhanden sind, endlich mal an die Kommunen ausgereicht werden, damit sie wieder handlungsfähig sind. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Alle Pflichtaufgaben, Kindergarten, Schulen, Straßen, Feuerwehren, sollten doch die Kommunen in Eigenverantwortung mit den finanziellen Mitteln, die im Freistaat Sachsen da sind, auch eigenverantwortlich lösen und lernen. Dazu brauchen wir nicht riesige Fördertöpfe, sondern wir brauchen wieder mal gesunden Menschenverstand. Und das ist auch das, was ich den Feuerwehren den nächsten 150 Jahren, also ich werde es dann nicht mehr erleben, wir sind dann ein bisschen älter, wir grauer geworden, vielleicht sind der Haar schon ganz ausgefallen, aber das, was ich den Feuerwehren wünsche, nämlich den Fortbestand, wir haben viele schwierige Zeiten überlebt, wir werden auch die nächsten schwierigen Zeiten, die auf uns hereinbrechen, überleben. Wichtig ist, dass die Bevölkerung zur Sache steht, dass sie auch sich ehrenamtlich weiter arrangiert, denn ohne das Ehrenamt, nicht nur in den Feuerwehren, auch in anderen Bereichen, lebt die ganze Gesellschaft nicht. Das, denke ich, ist eine Grundvoraussetzung, was viele Bürger erst mal wieder lernen müssen. Manche denken, der Staat richtet alles, der kann es nicht richten, der kann nur Rahmenbedingungen setzen. Das eigentliche Leben findet durch die Bürger selber statt. Ja, und dann müssen wir natürlich aufpassen, dass wir unser Ehrenamt nicht überstrapazieren. Das ist das, was unserer Zukunft auch gelingen muss, neben vielen modernen Einflüssen, die in die Feuerwehr sich niederlegen. Elektromobilität ist angesprochen worden. Das bedeutet sehr viel Ausbildungsstand wieder den Feuerwehren, was wir erhöhen müssen. Das bedeutet vielleicht auch wieder andere Technik, die wir mit zum Einsatz bringen müssen und. All das strömt auf uns drauf ein. Und wir haben es ja gehört, es ist angefangen worden, so Zertifizierung, Qualitätsmanagement bei den Jugendfeuerwehren. Gut und löblich und herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, diese Qualitätsstandards zu sichern. Aber ich denke, wir müssen aufpassen, wenn wir Zertifizierung noch in der Feuerwehr durchführen, das ist ehrenamtlich nicht mehr schulderbar. Wir müssen aufpassen, dass wir das Ehrenamt mit Zwischenaktionen nicht mehr überstrapazieren. Und ich weiß nicht, wie viele 100 Studien und Statistiken wir im Freistaat Sachsen schon ausgefüllt haben. Eins brauchen wir zum Löschen. Das Personal, das ist ein Löschfahrzeug und das Ding muss irgendwo in einem Gerätehaus stehen. Da brauchen wir keine Statistik, sondern da brauchen wir auch wieder mal Politiker, die das einfach mal verstehen. Und ja, unsere Aufgabe ist, die Dinge der Feuerwehren mit gesundem Menschenverstand und dass wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben, dann werden wir auch die nächsten 150 Jahre Feuer bekämpfen, wir werden technische Hilfe leisten und wir werden dem Nächsten, nämlich dem, der in Not geraten ist, auch helfen können. In diesem Sinne wünsche ich eurer Veranstaltung gutes Gelingen, eine schöne Feier, gut werden. Und da der Kreisfeuerwehrverband ja die Feuerwehren zu ihren wirklich runden Geburtstagen auch finanziell unterstützt, habe ich zwei symbolische Schecks mitgebracht, für jede Feuerwehr einen, paritätisch aufgeteilt, und da bitte ich die beiden Werler nach vorne.
für seine Worte. Und dass er uns aus den Herzen gesprochen haben, denke ich, das hat der Beifall gezeigt. Ich muss jetzt in die Runde fragen, gibt es noch jemanden, der ein Grußwort sagen möchte, den wir vergessen haben? Dann würden wir jetzt Gelegenheit geben an die anderen, während die noch bei uns unserer Einladung gefolgt sind, zur Übergabe der Glückwünsche. Und ich bitte deshalb hier die beiden Wehrleiter wieder nach vorne, hätte ich eigentlich gleich hier bleiben können. Und bitte jetzt. Ich hab ja noch das zweite mit.